Ja, das ist die Ogata Koi Farm. Und jetzt gehen wir mal in das Koi-Haus rein, wo Ogatas beste Tategoi rumschwimmen. Also die besten Fische eigentlich des Jahrgangs. Und gucken uns mal an, ob wir da irgendwas Schönes finden. So, das sind jetzt die Tategoi. Das heißt die einjährigen Tosai. Ogatas beste Tiere. Ein ganzes Becken voller Benigoi. Boako, Doromo, Goshki. Das ist Wahnsinn. Schauen wir mal im nächsten Becken. Matsuba, Platin Ogon, Mukashi Ogon, Yamabuki. Richtig kräftige Tiere. Für unsere Tancho Friends. Ja, was Ogata auf die Beine stellt, ist einfach unbeschreiblich. Ein ganzes Becken voller Shios. Unglaublich. Nebenan wunderschöne Koako. Wenn man sowas sieht, dann ist halt sofort die
ganze Sache des Fluges, die Strapaze, vergessen. Das ist einfach nur ein Traum. Für unsere Showa und Sanke-Fans. Die Tiere sind gerade mal ein halbes Jahr alt. Das ist Wahnsinn. Ja, so Koi, so können Koi aussehen. Und hier sind zurzeit die größten Tiere drin. Irgendwo, ich sage mal, zwischen 20 und schon 35 cm. Ich vermute mal, dass dieses die Tiere sind, die morgen auch als Kosai in der Herbstauktion angeboten werden. Also richtig, richtig schöne Tiere. Wie aus dem Bilderbuch. Ja, das sind die. Ich habe jetzt gerade den Sanke gesehen. Ja, das gab es ja auch noch nie, dass in der Auktion im Herbst schon Tosai angeboten worden sind. Also wie gesagt, Ogata lässt sich richtig immer was einfallen. Hält seine Kunden bei Laune und das macht ja dann so richtig Spaß. Immer etwas Außergewöhnliches. Gigantische Fische. Ja, das war's erstmal. Aus diesem Koi-Haus